1,80. 5 mm. Damit wären wir bei 1,3% Körperfett. Naja, vielleicht nicht ganz. Aber damit, servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute wird Fett gemessen mit der gesamten WG. Wir werden schauen, wer den niedrigsten Körperfettanteil hat. Vielleicht doch, wie weit Johnny schon ist bis zum Wettkampf. Ob ich vielleicht sogar weniger Körperfett als er habe oder ob sogar Kai weniger hat. Luca wahrscheinlich sowieso. Deshalb viel Spaß beim Video. Und wir checken das Ganze aus. Ich dachte mir aber, nachdem Kai eh nach oben ist, Luca auch ein bisschen was arbeitet, Johnny sowieso noch nicht da ist, ballere ich erstmal eine gute Beinsession raus, komplett auf leeren Magen. Ich habe nur einen kleinen Drink zusammengebraut. Und zwar ist hier einfach nicht ganz ein Scoop Gold drin, zwei Scoops Fresher, das heißt ja wahrscheinlich so 200 Milligramm Koffein, ein Scoop Kreatin, damit die Power auch stimmt, plus ein Gramm Salz, damit der Pump auch am Start ist. Dann gibt es noch einen extra Shake mit EAAs und dann bin ich hoffentlich gut vorbereitet für den Leg Day. Bock ist eher mittelmäßig am Start, aber er wird schon. Ich habe heute zum ersten Mal übrigens wieder 10x10 gemacht, letztes Mal noch 6x10. Ich habe mich ja nach meiner Krankheit wieder langsam reingetastet, die ersten zwei Trainings sowieso vielleicht 4 Sätze gemacht mit moderatem Gewicht. Dann letztes Training schon eine schwere Einheit gemacht, zum ersten Mal wieder mit 140 und davor halt auch 6x10 mit 103,5. Heute waren es schon 10x10 mit 105, also wie gesagt auch langsam gesteigert. Ich muss sagen, der 10. Satz hat definitiv krank reingehauen. Jetzt machen wir ein bisschen Romanian Deadlifts. Die liefen letztes Mal richtig, richtig gut. Ich habe mich da jetzt wieder mehr aufs Muskelgefühl fokussiert und ist einfach deutlich, deutlich geiler. Also nicht mehr so ein krasser Fokus aufs Gewicht, sondern einfach auf das bestmögliche Feeling und dann kommt die Progression von ganz allein. Alter, Leute, die Mikrowelle hat mir einfach gerade mein Essen gemacht. Krank, also Mikrowelle-Empfehlung für euch. Einfach alle Zutaten roh reingeben und fertig ist das Ding. Das ist doch mal saftig. Ich gönne mir jetzt rein. Nach dem Training brauche ich auf jeden Fall ein bisschen Power, damit für die Fettmessung alles ready ist. Luca, was schätzt du, wie viel hast du? Boah, ich habe ein bisschen viel Scheiße gegessen in den letzten 2 Wochen. Also 12? Also ich schätze Luca auf jeden Fall so auf 8,5. Aber ich würde sagen, ich bin so bei 11. Kai wahrscheinlich auch so 11, 12. Johnny könnte eventuell schon unter 10 sein. Also das wird spannend. Schreibt jetzt mal in die Kommentare, was ihr denkt. Wer am niedrigsten, beziehungsweise wer am besten und wer am schlechtesten abschneidet. Das werden wir sehen. That's what I need right now. Shake. Das Proteinriegel. Dann gibt es ein bisschen Obst. Dann habe ich sozusagen mein normales Frühstück auch nachgeholt. Und übrigens Leute, falls ihr Supplements braucht, habe ich das Richtige für euch. Wenn ihr über 25 Euro bestellt, sprich eine Dose Proteinpulver, bekommt ihr einfach eines dieser Babys komplett for free. Nur über den Link in der Beschreibung, egal was ihr bestellt, wenn ihr über 25 Euro seid, bekommt ihr immer gratis, exclusive. Zu krank. Jetzt geht's los Leute. Wir sind alle versammelt, haben alle Bock. Was denkst du Johnny? Läuft die Diät gut? Ja. Ist der KFA niedrig? Niedriger, ja. Fass mich an. Oh Gott! Daddy! 5. Ich lass. Nee, man soll. Er hat gesagt, lass die Falte los. Warum muss man die heben? Also, er hat gesagt, man soll die heben. Ja. 5. Bauch. So, okay, so ist gleich. So ist gleich. Gut hier. 6. Bein. 8, ne? Ja. 8. Hüfte. Da bin ich schon fett. Ja. Alter. 17. Junge! Wow. Ciao, Alter! Achsel. 5. 6. Ja. Fast, ja. 10. Gewicht 118? Ja, 118 Kilo. Da bin ich jetzt aber gespannt, was da rauskommt. Da ist jetzt 13%. Es kommt gut, kann durchaus stimmen. Gute Steigerung im Vergleich zum letzten Mal. Ja, aber komplett fettfrei. Ja. Du verlierst ja nicht alles fett. Okay. Vielleicht dann so 107 ungefähr. Ein bisschen Muskel müsst du auch verlieren. Ja. Okay, jetzt will ich Johnny machen als letztes, weil der ist auf Wettkampf vorbereitet. Da wird es am spannendsten. Ne? Mit dem Blabbel. 6. Braucht es auch nicht viel, oder? Nee, es ist kaum was. 6er. 11. Ja, okay, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, aber es sind 19. Hey, zeig nochmal, das muss ich auch. Ja, sagen wir 18. Ja, war, ja. Sicher? Mhm. Bin ich vielleicht doch der fetteste hier. Nur durch die Hüfte. Aber hier habe ich fast gar nichts. Ja, wir tauschen halt ein bisschen aus. 4, what? Übrigens, wenn man am Trizeps viel Wassereinlagerung hat, ist das ein Zeichen, dass man zu wenig Magnesium und Salz hat. 6. Jetzt habt ihr was gelernt, Jungs. Oder nicht, ich glaube, es gehört Zinkmangel. 6. Ja? 9. Ausrechnen.
13,42, auch wie Kai. Ja. Ich habe sogar mehr als Kai. Richtige Fläche. 92 Kilo fettfrei. Ja, könnte hinkommen, weil im Wettkampf hatte ich so 96. Aber wieso ist es denn bei mir so wenig? Das kann ja nicht sein. Ja, wir rechnen es bitte nochmal aus. Jetzt ist erstmal unser wir messen Luca noch mal. Bodybuilder dran. Ja, wie viele Tage noch? 71 Tage bis zum Wettkampf. Ja, 4. Brust. Ja, Bauch 5. Eigentlich Streifen. 6. Ja, da kann man auch viel nehmen. Wobei, ja, 12 erstmal, warte. Ne, sind sogar nur 10. 3. Was? Schön, Jolli. Und jetzt Trizeps. Du, der Alter. Then you have to hit the side chest. Ja, das war der Back, der Gorilla Back. Da kann man, glaube ich, noch gut greifen, finde ich. Das ist eher Haut anstatt Fett, glaube ich. Also viel. 6. 6. Gewicht? 91? 90,4 heute Morgen. Stimmt doch gar nicht, lüg nicht. 90,45 sogar. Das kann man. 9? 9%? Kann sogar sein, ja. Läuft. Junge, was ist das, Alter? Tim, was ist doch los? Dann hier das reißt gleich. 5? 5? Greif doch mal richtig zu, du! 9. Ich greif ganz leicht rein, okay? Ja, das mach, ist. Ich mach ja nicht übertrieben immer. 15. Digga, das sind 2. Ich sag jetzt schon 2. Ja, okay, 3. Du hast einen Mangel an Magnesium. 5. 5, okay. Du hast gar meinen Arm, gehabt, nicht meine Haut. Echt? Ja. Dein Arm ist hier, Digga. Ja, hast du gehabt, hab ich das Gefühl gehabt. Ja, 4. Okay. Guck, der Arm hat 5. Ja, Rücken. 10. 10, okay. 12%. Ja, der Luke hat schon ein bisschen weniger, würde ich sagen. Die Beine, Hüfte und Rücken reißen sozusagen bei dir raus. Aber Luca hat halt gute Fettverteilung. Ja. Ist am Bauch shredded und da, wo es am wichtigsten ist. Und alle denken. Ja? Aber was gut ist, Johnny ist in der besten Form. Er hat den wenigsten Körperanteil, weil er hat Wettkampf. Aber mal schauen, vielleicht holen wir da in den nächsten 3 bis 4 Wochen auf. Ja, dann gibt's mal neue. Kai und ich, wenn wir einen kleinen Minicut machen, dann starten wir mit dir auf der Holy shit! Das nenne ich mal eine Bowl voller Gains. Ich zähle mal auf. Sellerie, Karotten, Zwiebel, Paprika, Tomaten, Zucchini, Brokkoli, rote Rüben, rote Linsennudeln, 100 Gramm Dinkel-Vollkornnudeln, Hefeflocken, Gewürze. Aber das ist definitiv eine fette Mahlzeit. Also knappe 2000 Kalorien. Ich wollte euch jetzt gerade mal zeigen, wie ich die Donuts getrackt habe. Und zwar habe ich einfach bei MyFitnessPal Donuts gesucht. Das Cinnamon Sugar Donut, der wird auf jeden Fall hinkommen. 290 Kalorien. Der 340 Kalorien ist dieser Carrot Cake Donut. Habe ich einfach von Krispy Kreme im Vergleich genommen. Und dann von diesem dritten habe ich nicht ganz alt gegessen, so 32 Kalorien. Könnten auf jeden Fall auch gut hinkommen. Und das mache ich dann einfach immer so. Entweder gebt den Donut dann ein und findet einen Vergleichspunkt oder ihr schätzt das Ganze. Schätzen ist natürlich immer relativ schwierig, aber wenn man es geübt ist, dann klappt das schon ganz gut. Okay, die Bowl ist gefinished. Ich bin auch gefinished für heute. Supplements habe ich noch alle drin. Ansonsten Kalorien auch. Deswegen, ja, überraschendes Ergebnis auf jeden Fall. Ich weiß nicht, hättet ihr damit gerechnet? Ich bin auf jeden Fall der Fetteste in der WG. Jetzt wissen wir es. Krass, war auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Werden wir vielleicht kurz vorm Sommer nochmal machen, wir sind kurz vor Johnnys Wettkampf, damit das Ganze vielleicht auch nochmal interessant. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen, lasst ein Like da, Abo nicht vergessen, schaut bei den Jungs vorbei. Ich bin raus, bis zum nächsten Video. Peace out.